Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es um das Thema geht, so sollten Sie über 3D-Druck denken. Und wer sich an die letzte Podcast-Folge, die Nummer 71, erinnert, dort ging es um das Thema additive Fertigung in 5 Schritten. Und ich habe ganz beiläufig erwähnt, dass wir dazu auch ein Webinar gemacht haben mit dem Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg. Und das Webinar hat jetzt stattgefunden und wir haben sowohl im Vorfeld als auch danach E-Mails bekommen mit der Bitte, dieses Webinar aufzuzeichnen, weil der ein oder andere an diesem Termin nicht teilnehmen konnte. Wir wollten es am Anfang nicht aufnehmen, haben aber dann gedacht, wir machen es trotzdem, um so vielen Leuten, die danach gefragt haben, noch die Möglichkeit zu geben, diese Inhalte nochmal genau anzugucken. Das heißt, wir haben jetzt hier im Podcast den Audio-Mitschnitt des Webinars und Sie können auch komplett ohne Ihre Daten einzugeben, auf den Link klicken in den Shownotes und dann können Sie die PDF, die Folien zum Webinar herunterladen oder sich das Video dann passend dazu anschauen. Dieses Webinar wird jetzt auch in Tonspur in einem durchgehenden Teil veröffentlicht. Noch ein kurzer Hinweis zum Link. Der Link geht direkt auf meinen Blog. Wir haben dort eine neue Webseite eingerichtet, wo ich vielleicht zu ein paar Themen mal Stellung nehme, wo ich ein paar wichtige Links und Informationen veröffentliche und dort gehört auch dieses Webinar dazu. Ich möchte nicht mehr viel reden jetzt. Genießen Sie die nachfolgende ganze Stunde an Inhalt zum Thema 3D-Druck. So sollten Sie über das Thema denken. Wenn Ihnen dort noch einiges fehlt, dann sollten Sie jetzt sich einen guten Kaffee nehmen und sich die Zeit jetzt reservieren und jetzt genau hinhören. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Okay, lassen Sie uns beginnen. Additive Fertigung in 5 Schritten. Die additive Fertigung wird immer wichtiger. Man sieht es in der aktuellen Situation. Ich möchte wenig über die aktuelle Situation jetzt gerade sagen. Die beschäftigt uns alle zu sehr. Aber man hat gesehen, dass das Thema 3D-Druck in den Medien ist, dass 3D-Druck immer präsenter wird, dass es wichtiger ist. Und ich möchte jetzt gleich zu Beginn mal ordentlich hineinschlagen und mit 2 Zitaten beginnen. Erstes Zitat, einen Moment, klicke ich hier drauf. Genau, wenn Sie heute nicht beginnen, sich mit 3D-Druck auseinanderzusetzen, werden Sie in den nächsten Jahren einen deutlich wirtschaftlichen Nachteil haben. Und ein weiteres Zitat ist noch, dass 3D-Druck funktioniert, das wissen wir. Es wurden schon einige Anwendungen umgesetzt. Ob 3D-Druck in Kombination mit Ihnen und Ihrem Unternehmen funktioniert, das kommt auf Ihre Denk- und Herangehensweise an. Denn in der additiven Fertigung ist es so, dass wir anders an diese Fertigung, an dieses Thema herangehen müssen, wie in der traditionellen Fertigung aus der Vergangenheit. Ja. Man sollte seine Geschichte, die man vielleicht jetzt erlebt hat, mit der traditionellen Fertigung jetzt nicht in Frage stellen, sondern man ist jetzt auch an den Punkt gekommen, womit die Vergangenheit jetzt gut war, um jetzt damit zu starten. Damit es aber nicht so ist, damit Sie dort keinen wirtschaftlichen Nachteil haben, haben Sie sich ja in dem Fall zum Webinar angemeldet, weil Sie sich hier einige neue Informationen holen möchten. Immer einen Schritt weiter. Was erwartet Sie heute? Ich habe das in 4 Punkte zusammengefasst. Ist ganz wichtig. Wir halten unser Versprechen auch ein, was wir über LinkedIn und entsprechend über die E-Mails verteilt haben. Also Sie nehmen heute ein paar Dinge mit aus dieser Präsentation. Ganz wichtig ist, welche 3D-Druck-Denkweise und Fragestellungen wichtig sind, um mit 3D-Druck überhaupt starten zu können. Der zweite Schritt ist, Sie kriegen einen 5-Schritte-Plan, um mit 3D-Druck zu beginnen, um eine Fehlinvestition zu vermeiden. Denn es wird viel fehlinvestiert aufgrund dessen, weil am Anfang nicht ordentlich qualifiziert wird, weil am Anfang nicht ordentlich nachgeguckt wird. Was braucht man denn überhaupt im Unternehmen? Und die 2 letzten Punkte, die wichtigsten 3D-Druck-Technologien im Überblick. Glauben Sie mir, es gibt viele Technologien für viele Anwendungen dort draußen. Und zum Schluss noch, welche Anwendungen möglich sind und welches Potenzial in Ihrem Unternehmen vorhanden ist. Dort haben wir so eine kleine Checkliste gemacht. Also wir werden Schritt für Schritt
dann die einzelnen Punkte abhaken. Und starten möchte ich in dem Fall, mit einer kurzen Information noch. Also wenn es um Fragen geht, die Präsentation wird es ungefähr eine Stunde dauern in etwa. Wenn Sie eine Frage haben, würde ich Sie einfach bitten, die in den Chat zu schreiben. Oder Sie können dann später Ihr Mikrofon anschalten und die Frage dann direkt stellen. Ja, jetzt haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, wer ist 3D Industrie? Wir sind relativ bekannt auf LinkedIn. Vielleicht hat der ein oder andere über einen anderen Weg von uns erfahren. Ich möchte da ganz kurz drauf eingehen. Wer ist 3D Industrie? Wer steckt da dahinter? Was machen wir? 3D Industrie ist meine Schwester Maria Lutz und Geschäftspartnerin und ich und ein, zwei Mitarbeiter, die wir noch haben. In dem Fall, die wir immer wieder dazu nehmen. Wir sind ein kleines Unternehmen, aber sehr stark in der Beratung. Wir sitzen im wunderschönen Aalen und haben unseren Sitz im Innovationszentrum in Aalen. Der ein oder andere denkt sich jetzt wahrscheinlich, der Herr Lutz, das ist jetzt kein alter Fuchs in dem Fall, sondern ein junger Kerl. Was hat der überhaupt für eine Berechtigung, über 3D-Druck zu sprechen? Und da möchte ich ihn ganz kurz darauf hinweisen, wie das zustande gekommen ist. Also ich habe in Aalen Maschinenbau studiert und ich war völlig neu und offen. Ich war vorher schon sehr technisch versiert und die Hochschule Aalen wirbt sehr stark damit, dass sie die forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg ist oder einer der forschungsstärksten Hochschulen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte es unter die Lupe nehmen und bin nach den Vorlesungen immer wieder in die Labore gegangen und habe mir bestimmte Themenbereiche genauer angeguckt. Und jeder interpretiert da immer in etwas anderes hinein, heißt so viel wie, ich habe mir gedacht, dass die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Studierenden dort alle introvertiert sind und die überhaupt nicht mit jemand reden wollen, weil die so vertieft sind in ihr Thema. Aber es war ganz anders, die haben alle geplappert, was das Zeug hält und haben unglaublich stark darüber berichtet, was für tolle Forschungsthemen sie dort angehen. Und dann nach 10, 20, weiß ich nicht mehr ganz genau, Laboren, wo ich durchgegangen bin, habe ich dann einen 3D-Drucker gesehen und das hat mich komplett gepackt. Und der Professor Dr. Matthias Haag, der zum gleichen Zeitpunkt im Büro war, der mich mit dem Thema schon länger begleitet jetzt, der hat gesagt, wenn du mal ein Bauteil hast, schick mir das, wir drucken es aus und du kannst es morgen abholen. Und das war für was Unbegreifliches, ein Bauteil, ohne eine große Maschine zu haben, ohne einen Fräser zu haben oder eine Gussform zu haben, am nächsten Tag dann auch in den Händen zu halten. Und habe mich weiter mit dem Thema beschäftigt. Ich habe ein Praxissemester bei einem Unternehmen gemacht, die 3D-Drucker verkaufen. Dann ist daraus eine gemeinsame Firma entstanden. Wir haben 3D-Drucker verkauft von Mark Forged. Müsste durchaus ein Begriff bei Ihnen sein. Dadurch kennen mich vielleicht auch einige, die jetzt im Webinar sind. Wir haben also aktiv 3D-Drucker verkauft und wir kennen diese Zielgruppe der Maschinenbauer und der Industriebetriebe ziemlich gut, welche Probleme die haben im Zusammenhang mit Bauteilen, die gefertigt werden müssen und auch mit der additiven Fertigung. Da werden wir aber später dann nochmal drauf eingehen. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, weiter in die Beratung reinzugehen, denn einige Unternehmen haben mittlerweile einen 3D-Drucker, aber er läuft vielleicht nicht so oder die Mitarbeiter sind nicht ganz so geschult oder es fehlt einfach Wissen und es fehlt die Herangehensweise in dem Fall. Ne? Weil wenn man sich Bauteile anguckt, gibt es mittlerweile hervorragende Bauteile, die additiv durchdacht sind, ne? Die absolut intelligent durchgearbeitet worden sind und Bauteile, die einfach nur mit einem 3D-Drucker gedruckt werden, weil es halt auch gemacht werden kann. Was macht 3D-Industrie? Ich gehe nur ganz, ganz kurz drauf ein. Also wir helfen Industriebetrieben und Maschinenbauer erfolgreich mit 3D-Druck zu beginnen, ohne in die falsche Technologie zu investieren. Dabei haben wir eine Technologieberatung. Das bedeutet, dass wenn Sie darüber nachdenken, in diese Technologie zu investieren, dann schauen wir uns dabei ganz genau Ihre Anwendungen an oder Ihre Problemstellung und helfen Ihnen dabei, herstellerneutral den richtigen Partner zu finden. Und wir haben eine Potenzialanalyse, das bedeutet, Sie zeigen in Ihrem Unternehmen genau, was Sie machen und wir können Ihnen zeigen, wo Sie 3D-Druck einsetzen und helfen dann gezielt bei der Problemstellung. Und eine Anwendungsberatung machen wir, angenommen, Sie haben schon ein Bauteil und möchten das
mit ein paar weiteren Lösungsschritten noch angehen, dann helfen wir Ihnen auch hier in dem Fall die additive Fertigung erfolgreich umzusetzen. Zusätzlich dadurch, dass aus der Vergangenheit natürlich ich einiges an Wissen habe, wie man Unternehmen aufbaut als Hersteller oder besser gesagt als 3D-Druck-Reseller, bieten wir natürlich auch Dienstleistern die Möglichkeit an, mit diesem Markt richtig zu kommunizieren und die Kunden nicht immer nur davon zu überzeugen, sondern vielleicht eher zu fragen, warum macht ihr 3D-Druck denn nicht, und den wirklichen Einwand herauszufinden. Also haben wir hier eine Marketingberatung, machen eine LinkedIn-Strategie. Durch diese LinkedIn-Strategie sind Sie vielleicht durchaus jetzt auch in dieses Webinar gelangt, und wir machen Vertriebsprozessberatung. Das bedeutet, den Kunden besser zu verstehen und dann ganz zielgerichtet eine Lösung zu bieten, was das Thema 3D-Druck angeht. Wir haben eine Wissensvermittlung. Der ein oder andere kennt vielleicht den Podcast. Die Maria wird zum Nachgang des Webinars die einzelnen Links da noch dazu packen. Also wenn Sie den Podcast hören wollen, dann klicken Sie da einfach drauf. Der ist frei für jeden verfügbar. Wir haben das 3D-Druck-Profi-Wissenbuch, wo viele Inhalte sehr einfach strukturiert zu finden sind. Bedeutet, Sie müssen gar nicht viel lesen. Hauptsächlich, Sie schauen die Bilder an. Wir haben es so einfach gemacht wie möglich. Und aktuell, das 3D-Druck-Online-Seminar, in 7 Stunden kriegen Sie sozusagen, in Anführungszeichen, den Crashkurs zum Thema 3D-Druck, damit Sie dort überhaupt beginnen können, damit Sie sehen, was dort wichtig ist. Und wir haben dort die Themen drinnen, 3D-Druck-Denkweise, additive Konstruktion, die Fragestellungen, die Sie sich am Anfang stellen müssen, um überhaupt in dieses Thema hereinzufinden, weil der Dschungel von 3D-Druck-Technologien und auch den Möglichkeiten ist riesig. Doch jetzt zum eigentlichen Thema. Wir haben hier 4 Fertigungstechnologien, möchte ich mal sagen. Die haben wir aus dem Buch, jetzt habe ich da reinkopiert, um Ihnen das vielleicht mal auf eine super einfache Art und Weise mal darzustellen, um hier einige Wege zurückzugehen. Bedeutet, wir haben verschiedene Fertigungstechnologien im Moment. Wir haben die Blechbearbeitung, also als erste Person in diesem Fall hier ist der Blechi. Dann haben wir den Fräsi und hier diese Kreatur, die einen ganz langen Bart hat, und zwar die Gusstechnik, die es anscheinend schon 7000 Jahre gibt, weil hier schon circa 7000 Jahren Metall gegossen worden ist. Und natürlich eine sehr junge Technologie im Vergleich zu den anderen, die Miss Printy, möchte ich sie mal sagen. Und wie ist es aktuell in den also in den Unternehmen im Industriebereich, wenn die additive Fertigung noch nicht implementiert ist? Heißt so viel wie, die sitzen alle am Stammtisch der Fertigung, also die Blechbearbeitung, die Abteilung des Fräsen und Drehens, der CNC-Bearbeitung und des Gießen von Metall. Und aktuell sieht es so aus, als wollen die mit der additiven Fertigung nicht wirklich Kontakt haben, weil es ist ja ein Verdrängungsmarkt in dem Fall. 3D-Druck könnte ja uns gefährlich werden. Aber 3D-Druck ist nichts anderes wie eine normale Fertigungstechnologie auch, die, schwäbisch gesagt, pfiffig eingesetzt werden kann, wenn es darum geht, dem Kunden noch weiter zu helfen und eine 3D-gedruckte Lösung zu erstellen. Also, wenn man sich das Bild noch ein bisschen erklärt, hier, wir wollten eh gerade gehen und Miss Printy, haben Sie sich hier verlaufen. 3D-Druck ist aber nichts anderes wie eine Prozesskette. Und diese Prozesskette muss verstanden werden. Ich habe das mal aufgezeichnet. Das ist ein tolles Bild von dem Professor Dr. Ritter. Der hat den Field Guide von der Formnext zusammengestellt und hat sich hier ganz toll Mühe gegeben, einzelne Bildchen zusammenzupacken, um dieses Thema additive Fertigung verständlicher zu machen. Heißt so viel wie, am Anfang haben Sie immer eine Problemstellung und müssen dieses Bauteil additiv konstruieren oder wenigstens in Form einer Datei haben. Und dann durchgehen Sie in der Entwicklungsphase Ihres Bauteils verschiedene Schritte an Ihrem PC,
Also Sie simulieren vielleicht Ihr Bauteil, Sie erstellen das Bauteil in Form einer SDL-Datei und Sie gehen den nächsten Schritt und laden es in das Programm des 3D-Druckers, damit Ihr Bauteil in Schichten geschnitten wird, damit der 3D-Drucker es Schicht für Schicht aufbauen kann. Und dann beginnt diese Produktionsphase, in dem das Bauteil gefertigt wird. Dann wird es vielleicht, es kommt auf die Technologie drauf an, von einer Stützstruktur befreit oder nachbearbeitet, dann vermessen und dann geht's zum Kunden. Aber darauf möchte ich nicht ganz eingehen heute, auf diese Prozesskette, sondern wir haben gesagt, additive Fertigung in 5 Schritten und es geht viel eher darum heute zu wissen, was passiert vorher, also wo können Sie 3D-Druck einsetzen, in welcher Anwendung steckt überhaupt Potenzial für Ihr Unternehmen oder für Ihr Vorhaben und andererseits, was kommt zum Schluss dabei raus, wie viel Geld und wie viel Zeit können Sie da einsparen. Und dieser Prozess, der dort stattfindet, ist ein bestehender Prozess, den die Dienstleister dort draußen auf dem Markt und auch die Hersteller, die einen hervorragenden Job machen dort draußen, die haben diesen Prozess im Griff und die helfen ihnen dabei, hier diese Bauteile auch umzusetzen. Wo aber dieses Problem ist, ist, wo lässt sich 3D-Druck einsetzen und wie lässt sich das Ganze einsetzen, indem sie danach auch ein Ergebnis haben. Was ist 3D-Druck für den einen oder anderen, der jetzt völlig neu dabei ist? Habe ich ein paar Folien für Sie vorbereitet. Ganz einfach gesagt, in der konventionellen Fertigung haben Sie einen viereckigen Klotz, den spannen Sie ein und Sie schnitzen das weg, was Sie nicht brauchen. Und in der additiven Fertigung, dort arbeiten Sie nicht Schritt für Schritt, indem der Fräser von A nach B fährt, sondern in der additiven Fertigung arbeiten Sie Schicht für Schicht. Es gibt unterschiedliche Technologien. Sie brauchen vielleicht eine Stützstruktur. Das Bauteil ist aus einem anderen Material. Aber ganz wichtig, wenn Sie das heute mitnehmen, dass Sie nicht Schritt für Schritt denken, sondern eher Schicht für Schicht und dass Sie Ihr Bauteil so formen, wie es eigentlich sein sollte, anstatt Sie einen viereckigen Klotz nehmen und dort etwas herausschnitzen, was Sie nicht brauchen. In dem Fall. Ja. Wo ist 3D-Druck einsetzbar? Umfassend jetzt mal gesagt, im Medizinbereich zum Beispiel für Anschauungsmodelle, ich gehe da nur ganz kurz drüber, damit Sie ein bisschen einen Einblick haben. Diese Bauteile, die Sie hier sehen, die sind 3D gedruckt, also Sie können solche Bauteile, solche Anschauungsmodelle aus dem Medizinbereich ganz toll aus einem 3D-Drucker herausnehmen. Wichtig ist aber, Sie müssen vorher natürlich die Datei haben. Ein weiterer Punkt, das sind Bauteile, die sieht man immer ganz toll auf der Messe. Wir kommen auch nachher auf den Boden der Realität dann zurück. Zum Beispiel ein 3D gedruckter Motorradrahmen aus Metall oder die Firma Michelin hat einen Reifen oder besser gesagt ein ganzes Rad vorgestellt, das komplett 3D gedruckt ist, wo Felge und Reifen ineinander eingreifen, wo sie auch gar keine Luft mehr brauchen. Also die Möglichkeit hier einen Platten zu haben und liegen zu bleiben, die ist relativ gering. Ein weiterer Bestandteil ist zum Beispiel die Möbelindustrie, die aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial hat, aber sich im Moment noch nicht ganz so ranwagt in der Sache. Ein weiterer Punkt ist auch noch die Architektur. Viele Gebäude werden als Anschauungsmodell mittlerweile ausgedruckt und es funktioniert auch toll, weil sie dort ganz gezielt auf bestimmte Bereiche eingehen können. Mittlerweile auch mit ganz, ganz vielen Farben. Doch gibt es Hersteller, die bieten doch eine ganz, ganz tolle Technologie an, um den Leuten, den Architekten zu helfen, diese Häuser auch in einem kleinen Format dem Kunden zu zeigen. Und wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann fragt man sich natürlich, wie sollen in irgendeiner Zukunft vielleicht mal auf einem anderen Planeten ein Haus entstehen? Dann ist es natürlich so, dass sie hier nicht ihre Ziegel einpacken und dorthin schicken, sondern sie nutzen vielleicht durchaus 3D-Druck, um mit den Materialien vor Ort dann etwas zu bauen und auch im Häuserbereich, dort entwickelt sich im Moment ganz viel, ist es natürlich ein ganz großes Thema,
hier nicht Stein auf Stein zu setzen, sondern Schicht für Schicht zu arbeiten, damit Häuser vielleicht ganz anders aussehen in Zukunft. Und dort habe ich einen guten Tipp für Sie. Wenn Sie das Thema mehr interessiert, dort gab es einen ganz, ganz tollen Podcast, den wir letztes Jahr gemacht haben im November. Welche Technologien gibt es? Bitte erschrecken Sie jetzt nicht bei der nächsten oder besser gesagt bei der übernächsten Folie. Jeder, der von 3D-Druck schon mal gehört hat, der kennt vielleicht die ein oder andere Technologie, wie in unserem Markt der additiven Fertigung. Wir werfen doch meistens mit Abkürzungen umher wie SLS, FDM, FFF, SLA, DLP und so weiter. Also das sind vielleicht die vier gängigsten 3D-Drucktechnologien, die vielleicht durchaus bekannt sind. Das heißt, aus einem Pulver wird etwas zusammengeschweißt oder die fahrende Heißklebepistole in Anführungszeichen, die aus einem Kunststoffdraht ein Bauteil entstehen lässt, weil sie eine Düse haben, die das Kunststoff erhitzt, oder dass ein Bauteil vollkommen aus einer Flüssigkeit gezogen wird. Es gibt unglaublich viele Technologien. Wir werden auf diese Technologien jetzt nicht alle eingehen, sondern ich habe die wichtigsten für Sie mal herausgesucht. Das ist ein Auszug aus dem Field Guide von Professor Ritter von der Hochschule Reutlingen. Der hat sich ganz toll Mühe gemacht, die einzelnen Technologien hier mal miteinander zu vergleichen und eine Aufstellung zu machen. Also wenn Sie schon immer in diesem Dschungel der Technologien sich nicht recht zurechtgefunden haben, dann kann das eine ganz, ganz wertvolle Folie für Sie sein. Ja, wie man sieht, hier wird irgendwas projiziert, hier gibt es Laser, hier gibt es Bauteile, die irgendwas heraustropfen lassen. Da würde ich dann nachher direkt darauf eingehen. Und dort ist natürlich auch die Erklärung der einzelnen Technologien verankert. Das heißt MJF, Multijet Fusion, SLF, Selektives Laser Sintering, FDM, Fused Deposition Modeling etc. Das gibt es aber nicht nur für Polymere, also für Kunststoff, sondern wenn man einen Schritt weiter geht, auch für Metall. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, dann auch noch für andere Materialien, wie zum Beispiel Gips, Beton oder für Keramik, was ein ganz interessantes Thema ist. Aber jetzt zu den einzelnen Technologien und zu diesem Überblick, den ich Ihnen jetzt geben wollte, den ich Ihnen ja am Anfang auch versprochen habe. Ganz wichtig, ich habe es mal ganz einfach zusammengesetzt in einem Bild. Das habe ich aus dem Buch herausgenommen. Ich möchte Ihnen das ganz kurz vorlesen, weil in diesen kurzen Sätzen ist diese Technologie hervorragend beschrieben. Also man spricht hier von der FFF, Fused Filament Fabrication, das ist das Schmelzverfahren. Im Prinzip ist es das Führen einer Heißklebepistole über die Bauplattform. Und dabei wird ein Kunststoffdraht in einer Düse erhitzt und der flüssige Kunststoff Schicht für Schicht auf eine Bauplattform aufgetragen. Das ist meistens diese Technologie, die aus diesem Hobby- und Make-up-Bereich sehr, sehr bekannt ist. Die Düse wird in XY-Richtung über Linearschienen geführt und mittels Schrittmotoren angetrieben. Und nach jeder aufgetragenen Schicht bewegt sich diese Plattform um eine schichtige in Z-Richtung nach unten. Und der Auftrag dieser Schichten kann nur auf eine darunterliegende Schicht erfolgen, anderenfalls ist eine Stützstruktur notwendig, welche nach der Fertigstellung entfernt wird. Wir haben ganz gezielt dieses X genommen hier in diesem Beispiel, damit man auch sieht, hier unten muss eine Stützstruktur hineingepackt werden und seitlich, weil sonst, Sie können ja nicht in die Luft drucken. Das ist das Allerwichtigste, was Sie von dieser Technologie mitnehmen sollten im Kunststoffbereich. Ein weiterer Schritt im Kunststoffbereich, sehr weit verbreitet ist das selektive Lasersintern. Dabei müssen Sie sich das vorstellen, also Sie lesen von links nach rechts, das erste Bild, das zweite Bild, das dritte Bild und jedes Mal wird dieses Bauteil dann in diesem Pulverbereich aufgebaut. Das heißt, ein pulverförmiger Kunststoff wird vollflächig in dünnen Schichten auf eine Bauplattform aufgebracht, das ist der erste Schritt und zwischen jedem Auftrag wird mittels eines Lasers, der über einen Spiegel umgelenkt wird, das Pulver gesintert und die Bauplattform bewegt sich um die Schichthöhe Z in Richtung nach unten und der Prozess beginnt von vorne, bis im Pulver ein komplettes Bauteil entsteht.
ist also ganz wichtig. Und Stützstrukturen sind hier nicht notwendig. Die Bauteile sollten aber vor Gebrauch gereinigt, idealerweise auch gestrahlt werden. Hier ist diese Stützstruktur in dem Fall auch das Pulver, das um das Bauteil herum ist. Ganz wichtig, wenn Sie hier eine Blase drucken wollen oder einen Luftballon drucken wollen, dann sollten Sie sich immer die Gedanken machen, wie kriegen Sie das Pulver, das im Inneren des Luftballons ist, danach auch wieder raus, damit Sie das verstehen. Ein weiterer Punkt, eine weitere Technologie ist zum Beispiel die Stereolithografie, die SLA. Das ist ein Verfahren, das scheint von diesem Film Terminator 2 so ein Stück weit abgeleitet zu sein. Also wer den Film kennt, kennt vielleicht auch diese Szene, dass aus dieser Flüssigkeit auf einmal ein Bauteil entsteht oder ein Körper entsteht und ein Behälter mit einem durchsichtigen Boden wird mit Photopolymerharz gefüllt und von unten projiziert eine Lichtquelle die nötige Kontur des Bauteils auf das Photopolymer unter der Bauplattform und diese bewegt sich nach jeder Belichtung in Z-Richtung nach oben. Also hier ist das ganze Thema komplett umgedreht und somit entsteht Schicht für Schicht ein Bauteil und man meint, dieses Bauteil wird komplett aus einer Flüssigkeit herausgezogen und hier kann der Auftrag nur über darüber liegende Schichten erfolgen. Andernfalls ist eine Stützstruktur notwendig, welche nach Fertigungsstellung auch hier entfernt wird. Auch hier gibt es ganz gezielt ganz tolle Technologien, besser gesagt ja unterschiedliche Hersteller, wollte ich sagen, die hier einen ganz tollen Job machen und Bauteile mit einer ganz, ganz tollen Feinheit, Oberflächengenauigkeit aus diesem Drucker nehmen lassen. Jetzt kommen wir in den Bereich Metall und hier ist es ähnlich wie im Kunststoffbereich, dass Sie bei dieser Technologie SLM ein Bauteil aus dem Metallpulver herausnehmen. Nur hier ist ein Unterschied und zwar ganz wichtig. Hier müssen Sie Stützstrukturen verwenden. Hier kann das Bauteil nicht komplett über das Pulver gestützt werden. Und wir haben noch einen weiteren Punkt. Das Ganze ist in einer Schutzatmosphäre und zusätzlich ist die Wärmeentwicklung in diesem Bauprozess so groß, dass wir Wärme abführen müssen über Stützstrukturen. Zusätzlich ist auch noch so, dass die Stützstruktur nicht nur das Bauteil stützt, dass es zusammenfällt, sondern auch vor Verzug schützt. Es gibt auch noch andere Technologien im Metallbereich, das wusste vielleicht der ein oder andere nicht. Das ist das Binder-Jetting. Dort ist dieses Prinzip nahezu ähnlich wie bei einem Tintenstrahldrucker. Das kennt jeder, also ein pulverförmige Metalle werden vollflächig als dünne Schicht auf eine Bauplattform aufgebracht und nach jeder Pulverschicht bringt ein Druckkopf Bindematerial auf und nach dem Druckvorgang muss der sogenannte Grünling, den Sie dann in der Hand halten, in einem Ofen, in einem Sinterofen, nochmal von diesem Binder befreit werden und durch die Schwindung entsteht dann aus einem porösen Werkstoff ein vollwertiges Bauteil. Also hier haben Sie nochmal einen deutlichen Schritt danach, das Sintern in dem Fall. Dann gibt es noch eine tolle Technologie, die nennt sich ADAM. Hier wurde im Endeffekt das Sintern, was wir gerade genannt haben, und diese FFF-Technologie miteinander vereint. Das bedeutet, das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Heißklebepistole. Dabei wird ein mit Metallpulver gefüllter Kunststoffdraht in einer Düse erhitzt und der flüssige Kunststoff mit dem Metallpulver Schicht für Schicht auf eine Bauplattform aufgetragen und diese Düse wird in X- und Y-Richtung mit Linearschienen mittels Schrittmotoren angetrieben und nach jeder aufgetragenen Schicht, das kennen Sie jetzt, das haben wir vorhin schon gesagt, geht die Bauplattform in Z-Richtung nach unten und danach haben Sie noch zwei weitere Punkte hier und zwar nach dem Druckprozess wird das Bauteil in einer Waschmaschine, also jetzt nicht eine Waschmaschine, die Sie sich vielleicht direkt so vorstellen, sondern hier wird Wasser umspült, das Bauteil ist aber stehend, wird dieser Kunststoff herausgenommen und zusätzlich das Bauteil nochmal gesintert, damit es seine volle Festigkeit und Dichte hat.
Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Technologien als Überblick, die Sie mitnehmen sollten, wenn man von 3D-Druck spricht. Wir können also sagen, zu den Punkten, was Sie heute erwartet, können wir einen Haken hinmachen bei den wichtigsten Technologien im Überblick. Als nächsten Schritt habe ich ein paar Vorteile von 3D-Druck zusammengefasst. Ich werde Ihnen jetzt nicht alle Vorteile hier nennen, sondern Sie kriegen ja diese PDF oder diese Präsentation im Nachhinein nochmal zugeschickt. Dort können Sie die ganz genau heraussuchen. Bedeutet so viel wie, 3D-Druck hat unglaublich viele Vorteile, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen. Zum Beispiel, Sie müssen gar nicht lang warten auf Prototypen. Sie können Bauteile am nächsten Tag wirklich in der Hand halten, sogar in wenigen Stunden. Sie haben Wettbewerbsvorteile aus der Entwicklung, wo auch ein Wettbewerbsvorteil auch hingehört. Ja, Sie haben eine effizientere und flexiblere und vielleicht mutigere Entwicklung der Produkte und Sie können, was die Konstruktion angeht, sich deutlich weiter entfalten. Ich habe nochmal eine Seite gemacht, weil ich habe so viele Vorteile gefunden. Es ist eine bisher nie dagewesene Designfreiheit. Es ist so, dass Sie Bauteile massenindividualisieren können. Also wenn jemand das Bauteil in einer leicht abgewandelten Form haben möchte, dann ist auch das möglich. Es ist ein absolut nicht personalgebundener Prozess, bedeutet, Sie können den Druckauftrag losschicken und den können Sie dann über, sagen wir, mehrere Stunden vergessen und dann kommen Sie wieder zurück und das Bauteil ist fertig, wenn Sie im Vorfeld die richtigen Schritte gemacht haben. Es gibt Unternehmen, die dort unglaubliches Know-how aufgebaut haben, die Ihnen hier helfen können. Und es entlastet Ihre konventionelle Fertigung auch bei dem Thema Ersatzteilproduktion. Nochmal was. Das ist aber jetzt die letzte Folie zum Thema Vorteile. Sie können die Bauteile völlig frei skalieren. Wenn Sie Lust haben, das Bauteil 3,5% größer zu machen, dann macht der 3D-Drucker das für Sie. Sie haben rasche Änderungen, die Sie notfalls auch noch kurz vor der Lieferung machen können, dass Sie das Bauteil drucken. Es ist umweltgerecht, da vielleicht weniger Abfall und weniger Ausschuss entsteht. Es kommt immer ganz gezielt auf die Fertigungstechnologie an, mit der Sie das Ganze vergleichen. 3D-Druck hat aber auch ein paar Nachteile. Also ich habe auch ein paar Nachteile gefunden, weil sich der ein oder andere sich jetzt wahrscheinlich gedacht hat, Lutz, wo ist hier der Haken? Für die klassische Serienproduktion ist es im Moment vielleicht noch weniger tauglich. Und je nach Technologie muss eingeschlossenes Pulver entfernt werden und Stützstruktur entfernt werden. Also es ist ein Nachbearbeitungsprozess notwendig. Und hier muss natürlich auch danach vielleicht noch ein Gewinde geschnitten werden, wenn überhaupt man sich Gedanken gemacht hat, vielleicht braucht man überhaupt ein Gewinde und vielleicht muss man bestimmte Flächen, wenn es direkt um die Anwendung geht, nochmal nachbearbeiten. Und was können Sie jetzt damit machen? Da stellt man sich vielleicht jetzt die Frage, ja toll, jetzt kenne ich die Technologien, ich kenne die ganzen Vorteile, aber was kann ich denn jetzt überhaupt damit machen? Und da habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Angenommen, Sie sind bei einem schönen Spaziergang am Waldrand unterwegs und es kommt eine hübsche Fee vorbei und sie sagt, aufgrund dessen, weil Sie so ein schlaues Kerlchen sind, haben Sie heute 3 Wünsche frei. Und diese 3 Wünsche, die überlegen Sie sich jetzt einfach mal kurz, welche Vorteile brauchen Sie denn zum Thema 3D-Druck? Was würden Sie sich denn wünschen, wenn es um die Technologie geht, wenn es darum geht, Bauteile zu drucken und auch ihr Problem zu lösen? Viele kennen vielleicht das Problem noch gar nicht, aber die haben vielleicht, ich sag mal, eine klare Struktur im Kopf, dass man 3D-Druck durchaus benötigt. Und da möchte ich Ihnen ein einfaches Beispiel geben, um dort ein bisschen besser hineinzufinden, was man denn da jetzt machen kann. Vielleicht ist da Ihr Wunsch dabei, der sich ein Stück weit erfüllt. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Maschinenbau. Elektromobilität. Ne? Auf einem Fließband wird ein Elektromotor gefertigt und der Roboter möchte diesen Elektromotor aufgrund dessen, weil alles digitalisiert wird und Industrie 4.0 von A nach B bewegen. Und jetzt stellt sich die Frage, was können wir bei diesem einfachen Bauteil hier, besser gesagt dieser einfachen Anwendung, bereits alles mit 3D-Druck realisieren, wenn wir das Ziel haben oder wenn wir
Bereich Maschinenbau und in der Industrie tätig sind. Erster Punkt, solche Schnapphaken. Wenn Sie bestimmte Schläuche an Ihren Roboter ganz gezielt befestigen wollen. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel, wenn Sie an Ihrem Roboter vorne den Greifer wechseln als Beispiel, dass Sie diesen Greifer schnell wechseln können. Auch hier lässt sich schnell etwas drucken, womit Sie diese Anschlüsse, egal ob es Elektronik ist, ob es Luft ist, ob es Wasser ist oder ein anderes Medium, die können Sie schnell miteinander verbinden. Sie können aber auch den vorderen Greifer ganz individuell anpassen, wenn es darum geht, den Greifer zu wechseln. Sie können die Vorrichtung, wo dieser Elektromotor aufgesetzt wird, nach dem in Anführungszeichen Pukajoke-Prinzip designen, und zwar so designen, wie eine Vorrichtung vielleicht auch aussehen sollte, damit dieser Motor nicht falsch rum aufgesteckt wird. Weil wenn man genau hinsieht, sieht man auf der hinteren Seite etwas Viereckiges und vorne etwas Rundes. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, Sie können den Sensorhalter ganz individuell anpassen, damit Sie vielleicht zusätzlich noch gleich eine Zugentlastung mit reinpacken. Und das ist jetzt ein ganz toller Anwendungsfall. Robotergreifer kennt man vielleicht seither aus dem Bereich Metall, der aus Metall gefertigt wird, der gefräst wird. Und hier haben Sie die Möglichkeit, dadurch, dass Sie diesen Elektromotor vielleicht auch im CAD ganz gut kennen, soll also hier diese Rippen zur Kühlung von dem Elektromotor sein, dann können Sie diesen Greifer ganz individuell und super leicht an diese Anwendung anpassen. Das sind Anwendungsfälle zum Beispiel aus diesem Bereich, wenn Sie etwas greifen wollen. Und jeder, der jetzt darüber nachdenkt, Robotergreifer müssen aus Metall sein. Es gibt mittlerweile Kunststoffe, die eine unglaubliche Steifigkeit und Festigkeit haben, die super genau gefertigt werden können. Dann können Sie auch hier Bauteile ganz individuell und vielleicht sogar noch besser greifen als vorher. Und Sie müssen auch weniger montieren, weil Sie durchaus vielleicht das Bauteil aus von 5 Bauteilen in ein Bauteil integrieren. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Gehen wir einen Schritt weiter und jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, was ist der Nutzen von dem Ganzen? Hier muss man in 2 Bereiche ganz klar trennen. Ganz wichtig. Sie können 3D-Druck als Prototyp verwenden, also als, dass Sie das Bauteil, Sie haben vorne eine Idee, dass Sie dem Kunden helfen wollen, dadurch, dass Sie ein Produkt erstellen und dass Sie genau wissen, was der Kunde auch braucht. Und es ist so, dass Sie dieses Bauteil mit einer anderen Fertigungstechnologie fertigen wollen. Also Sie gießen das Bauteil, Sie nutzen vielleicht Spritzguss oder das Bauteil muss gefräst werden, ist vielleicht aus Blech. Dann kann 3D-Druck Ihnen als Prototyp helfen. Das heißt, dort müssen Sie gar nicht additiv konstruieren, sondern Sie nutzen einfach die Möglichkeit, schnell ein Musterbauteil zu haben, um zu testen, lieber Kunde, passt dir das denn überhaupt? Und ist das interessant für dich, etc. Dort kommt 3D-Druck nur ganz kurz zum Einsatz, wenn Sie schnell eine Entscheidung treffen wollen. Dann kommt der Technologiewechsel ins Spiel, sind Sie hier und dann das fertige Bauteil. Meistens ist dort ein Weg von 4 bis 8 Wochen nötig. Wenn Sie aber den Weg gehen wollen, dass Sie das Bauteil vielleicht vorher die Idee schon hatten und sagen, wir haben es seither mit einer anderen Technologie gefertigt und jetzt möchten wir auf 3D-Druck zurückgreifen, dann können Sie Bauteile innerhalb von 24 Stunden fertigen. Und dort ist dieser Weg zwischen Idee und fertiges Bauteil relativ gering. Lassen Sie es vielleicht auch mal eine Woche sein, aber Sie sparen sich immer noch 3 bis 7 Wochen ein. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt, der zählt zu diesem unteren Bereich noch dazu, wenn 3D-Druck als Fertigungstechnologie eingesetzt wird. Das bedeutet, dass Sie von Grund auf, wenn Sie Ihr Bauteil vorher vielleicht noch gar nicht konventionell hergestellt haben, so eine Idee Ihres Bauteils von Beginn an mit 3D-Druck fertigen möchten, dann gehört das hier unten dazu. Also hier sollte man Innovation auch wirklich leben und sich wirklich denken, was brauche ich denn hier? Was braucht der Kunde? Wie kann ich das Ganze fertigen und sollte sich vielleicht von solchen
ich sag mal, handelsüblichen Denkstrukturen sich vielleicht mal lösen, denn die Flugzeuge sind 1910 aus Holz geflogen, sie sind geflogen, sie sind 1940 aus Aluminium gebaut worden, sind trotzdem geflogen und heutzutage baut man Flugzeuge aus Kohlefaser und Aluminium und 3D gedruckten Teilen, sie fliegen immer noch in dem Fall. Es gibt verschiedene Anwendungsfelder, die möchte ich jetzt kurz mit Ihnen durchgehen. Also wie gerade gesagt, es gibt für 3D-Druck so drei Bereiche, womit Sie starten können, womit Sie vielleicht eher Ihr Potenzial entdecken. Sie müssen nicht immer das gefertigte Produkt danach in der Hand halten, sondern wie gerade gesagt, Prototypen. Es funktioniert sehr gut, wurde aus den vergangenen nahezu 20 Jahren hervorragend umgesetzt, aber ich glaube, dass wir mittlerweile aus diesem Prototypen-Thema so langsam rausgehen in das Thema Hilfsmittel, Betriebsmittel, Vorrichtungen, Halterungen, Schablonen und Fertigungshilfen und ganz zuletzt noch das Thema Endprodukt. Wenn wirklich dieses 3D-gedruckte Bauteil im Endprodukt, also End-Use-Parts sagt man dazu, wenn dieses Bauteil dann beim Kunden auch wirklich eingesetzt wird. Hier sollte man immer unterscheiden, und das sage ich jetzt kurz dazu, dort muss ein Bauteil nicht immer nur vielleicht die beste Oberfläche haben und die richtige Farbe haben, denn es gibt genügend Bauteile, die sich seither vielleicht anders fertigen und die vielleicht nur in einem Schaltschrank eingebaut werden oder eine einfache Vorrichtung ist, vielleicht ein Hilfsmittel, eine Halterung. Dort geht es nicht darum, eine super Oberflächengüte zu haben, sondern vielleicht schnell und einfach dieses Bauteil zu fertigen. Und dort bewegen wir uns ganz klar in dem Bereich der Hilfsmittel und des Endprodukts. Kleines Beispiel, ich habe ein paar Bilder herausgesucht, was das Thema Prototypen angeht. Die sind meistens bunt. Sie können so ein Bauteil mal kurz in die Hand nehmen. Es sind so Funktionsmuster in dem Fall. Das versteht man in der Sache unter Prototypenbau. Die Formel 1 hat damals eine riesen Entwicklung gemacht, weil das Thema 3D-Druck im Stereolithografie-Bereich wirklich super toll für Designentwicklungen verwendet worden ist. Und ich sag mal, der Gewinner eines Formel 1 Rennens steckt natürlich immer aus zwei Komponenten zusammen. Einerseits dem Fahrer und andererseits die Technik des Fahrzeugs. Wenn man einen Schritt weiter geht, dann denken Sie sich jetzt wahrscheinlich, was sollten die zwei Bildchen hier bedeuten? Ich habe das hier mal ein bisschen zusammengepackt. Also wenn Sie jetzt darüber nachdenken, Vorrichtungen, Halterungen, Betriebsmittel etc. anzugehen, dann sollten Sie vielleicht mal durch Ihr Unternehmen laufen und sollten nach bestimmten Dingen gucken. Überall dort, wo Pappe eingesetzt wird, wo Kabelbinder sind, wo irgendwelche, Panzertapes auf gut Deutsch verwendet werden, um irgendwas zu montieren, etwas festzuhalten. Überall dort, wo jeder Anwender darüber klagt, dass er keine ordentliche Vorrichtung hat, um etwas zu montieren. Überall dort, wo ein Prozess nicht ganz sicher vonstatten geht. Und hier auf der linken Seite ein Beispiel, wenn Sie an vielleicht sich entschließen, abends noch ein gutes Buch zu lesen, dann sieht eine Montage einer Taschenlampe an das Bettgestell meistens so aus, dass Sie das Kabel irgendwo festkleben, dass Sie auf gut Schwäbisch den Wurstbändel verwenden, um die Taschenlampe irgendwo festzumachen. Also hier sind Anwendungen, vielleicht in ihrer Fertigungsumgebung, wo 3D-Druck super toll zum Einsatz kommen kann. Gehen wir einen Schritt weiter, gebe ein bisschen Gas. Anwendungsbeispiele, Vorrichtungen. Biegevorrichtungen ist ein Thema. Dann geht es um das Thema weiche Backen. Also wenn Sie Bauteile haben, die Sie fräsen müssen, dann überlegen Sie sich doch mal, wie Sie diese Bauteile dann in Ihrer CNC-Maschine wirklich spannen können. Ganz interessantes Thema, denn für so eine Spannvorrichtung, die ja meistens auch gefräst wird, verschwendet man meistens sehr viel Zeit und viel Ressourcen. Hier auch, das ist jetzt links ein Bauteil, dort wurde eine Faser mit eingelegt, um das Bauteil zu verstärken. Rechts zum Beispiel, hier ging es darum,
eine Sondermaschine zu entwickeln. Und hier wurden ganz spezielle Motorhalter verwendet und alle orangenen Bauteile, die Sie hier sehen, wurden hier gedruckt. Jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, warum sehen die denn so komisch aus? Ne? Es macht keinen Sinn, hier einen viereckigen Klotz zu drucken, sondern sich wirklich zu überlegen, wo ist denn mein Kraftverlauf überhaupt in dem Fall? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn es um ganz spezielle Vorrichtungen geht, um Greifer geht, also hier auf dem rechten Bild sehen Sie jetzt nicht das Bauteil, diese Verschraubung, die hier gedruckt worden sind, sondern eher diese Greifer, die dort oben sind. Die wurden aus einem 3D-Drucker genommen. Greifertechnik ist ein Riesenthema. Auf der linken Seite sehen Sie ein bekanntes Brand, in dem Fall die Firma Schunk. Und hier wurden Robotergreifer aus Metall vorne angebracht. In einem Design, dass der ein oder andere sich denkt, wie kommen die Leute da drauf? Ne? Andere Anwendungsbeispiele jetzt gezielt im Bereich Maschinenbau ist aber auch, Sie können Einsätze für Spritzgussformen vorher drucken, um die ersten 20, 30 Spritzvorgänge durchaus durchzuführen. Das ist jetzt nicht so einfach zu machen, dort sollten Sie sich weiter Expertise holen, aber das ist möglich, weil diese Einsätze, die sind ja meistens so teuer und das lässt sich mittlerweile im 3D-Druck sehr gut umsetzen. Gehen wir einen Schritt weiter. Auf dem linken Bild sehen Sie auswechselbare Backen für einen Roboter. Also die schwarzen Bauteile sind im Endeffekt 3D gedruckt, weil hier ein etwas raueres Umfeld ist. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorrichtung. Ist ganz nett. Und zwar hier wurde eine Vorrichtung 3D gedruckt, damit man ein Bauteil halten kann, das aus Metall 3D gedruckt ist. Hier ein ganz interessantes Beispiel, das habe ich mir aus einer Folie von der Firma Gerhard Schuber Verpackungsmaschinen herausgenommen. Die helfen ihren Kunden dabei, Bauteile, besser gesagt Lebensmittel zu verpacken. Und jeder, der vielleicht genauer hingeguckt hat, der sieht hier solche kleinen Milchpackungen, die von A nach B bewegt werden müssen. Und es sind hier 192 Drehteile, 18 komplexe Frästeile, 1024 Schrauben und ein Tag Montagearbeitszeit. Ob der ein Tag jetzt viel oder wenig ist, das sei dahingestellt. Aber es sind 192 Drehteile. Ich möchte Ihnen das nochmal kurz verdeutlichen. 18 komplexe Frästeile und 1024 Schrauben. Wie hätte man das jetzt in 3D-Druck gemacht? Gehen wir den nächsten Schritt. Man muss natürlich jetzt nicht die einzelnen Bauteile 3D drucken, sondern man überlegt sich, wie kann man hier von Beginn an diese Konstruktion verändern. Und dieses Resultat ist unglaublich, was die dorthin bekommen haben. Es sind also null Drehteile, null komplexe Frästeile, 8 Schrauben, die dort eingesetzt werden, 10 Minuten Arbeitszeit, also Montagezeit und etwas, das uns eigentlich egal ist, und zwei hochkomplexe additive Teile, die sie dort haben. Also Sie sehen, dass dort ein unglaubliches Potenzial da ist, was Greifertechnik angeht, wenn man von Beginn an diese Denkweise verstanden hat. Da kommen wir aber gleich dazu. Hier noch ein Beispiel. Das sind super einfache Anwendungsbeispiele, die dort meistens zum Einsatz kommen. Also Sie müssen nicht Raketenbauteile drucken, den Motorradrahmen drucken oder Bauteile drucken, die komplett alientechnisch ausschauen, sondern es sind manchmal ganz einfache Bauteile wie so ein Motorhalter. Oder auf der rechten Seite, wenn es dann eher an das Endprodukt hineingeht, dort wird im Hydraulikbereich bereits Ventile gedruckt und dort muss man sich dann nicht mehr Gedanken machen, wie kann ich am besten um die Ecke bohren, sondern hier können Sie Kanäle legen, die im wahrsten Sinne des Wortes auch Loopings schlagen. Jetzt habe ich hier noch eine kurze Folie mitgebracht, ziemlich viel Text. Aber das ist ganz interessant. Hier habe ich einige Fragen zusammengepackt. Wenn Sie jetzt im Maschinenbauumfeld sind, wenn Sie sich jetzt fragen, wo kann ich denn 3D-Druck einsetzen, dann ist es hochspannend, sich diese Fragen mal in einer ruhigen Stunde mal durchzugehen, durchaus mal mit seinem Team durchzugehen und mit den Leuten an den Montagearbeitsplätzen zusammen durchzugehen und sich da mal zusammenzusetzen. Ein, zwei Fragen, die picke ich mal raus.
Welcher Bereich eines bestimmten Prozesses kostet Sie am meisten Geld und Zeit bezogen auf Bauteile? Ne? Wo sind die Ursachen für Verluste, Verschwendung oder unnötige Herstellungskosten? Was bricht, was wird oft ersetzt und wie viel kostet das Ganze, wenn es kaputt ist? Ne? Haben Sie zum Beispiel eine Qualitätskontrolle und Messmaschinen und wie fixieren Sie die Teile auf einer Messmaschine? Also es sind so viele Möglichkeiten, 3D-Druck einzusetzen und hier sind ein paar ganz, ganz gute Fragen, die ich da mal zusammengepackt habe. Auch hier, wie viel Zeit und Geld kostet der Einkauf von Vorrichtungen bei Ihnen? Wie viel möchten Sie vielleicht in Zukunft bezahlen? Ja. Gehen wir einen Schritt weiter, können wir das ganze Thema hier unten abhaken, also welche Anwendungen möglich sind und welches Potenzial in Ihrem Unternehmen vorhanden ist. Und jetzt würde ich auf die Denkweise eingehen. Und zwar bei der Denkweise sollten Sie mal alles, was Sie bisher gelernt haben, mal über den Haufen werfen und jetzt nicht in Bauklötzchen denken, dass Sie dort Ihr Bauteil zusammensetzen, wie man es eigentlich aus einem CAD kennt. Dann rotiert man, dann extrudiert man, dann schneidet man wieder was weg, sondern man sollte sich von Anfang an ein weißes Stück Papier nehmen und dieses Bauteil von Grund auf neu denken. Das lässt sich ganz einfach machen dadurch, dass Sie Ihre Dose von Knetmasse nehmen und das Bauteil so formen, was Sie wirklich auch wirklich nur benötigen. Darum geht's im Endeffekt. Denn dann schließen Sie viele Fehler im Vorfeld schon aus. Heißt so viel wie, Sie lassen bestimmte großartige Flächen weg, wo viel Material drinnen ist. Sie gehen vielleicht und machen einfache Übergänge und vielleicht ist Ihr Kunde auch zufriedener, weil das Bauteil endlich mal gut in der Hand liegt und weil es vielleicht auch durchaus leichter ist. Heißt so viel wie, the same old thinking is the same old result. Wenn Sie hier Ihr Denken nicht verändern, kann es auch nicht sein, dass Sie ein anderes Ergebnis bekommen. Denn 80% in 3D-Druck sind die richtige Denkweise und ein klarer Plan. 20% ist das richtige Werkzeug und die Technik. 20% zum Schluss macht der 3D-Drucker. Ein ganz großer Anteil ist im Vorfeld die additive Konstruktion, die Denkweise und auch wirklich mal den Kunden zu fragen, lieber Kunde, was brauchst du denn genau? Anstatt im Vorfeld den Stolz zu haben, zu wissen exakt, was der Kunde braucht. Ein ganz gutes Beispiel, wie kann sich so ein Bauteil dann entwickeln? Dort entwickelt sich das Bauteil dann von einem Stück Flachmaterial zu einem Bauteil aus ausgefrästen Taschen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Denkprozess, wenn man sagt, ich möchte ein bestehendes Bauteil verändern und dann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt gehe ich noch tiefer in das Thema rein, wenn ich es additiv fertigen möchte. Dabei gibt es aber auch drei Dinge, die sind ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn am Anfang, wenn man jemanden fragt, ob das Teil auch 3D gedruckt werden soll, sagen immer alle, ja, es muss steif sein, es muss fest sein, aber es sollte auch flexibel sein und es sollte zusätzlich auch noch die bekannten Werkstoffeigenschaften haben. Das werden Sie mit 3D-Druck nicht hinkriegen. Denn es sind drei wichtige Dinge, die habe ich hier mal zusammengefasst. Wenn Sie über 3D-Druck reden. Und dort muss man diese zwei Begriffe, die so oft verwechselt werden, auch mal klarstellen. Ein Segelmasten, man hört das meistens an diesem Knarzen, der ist steif und fest. Ein Sprungbrett, wenn Sie ins Freibad gehen, wir hoffen alle, dass wir wieder ins Freibad gehen dürfen demnächst, dann ist es fest, aber nicht steif. Und die Tasse, womit Sie Ihren Kaffee trinken, wenn das aus Porzellan ist, dann ist diese Tasse steif, aber nicht fest, wenn Sie die runterwerfen und dieser Henkel abbricht. Ist ganz wichtig. Und wenn man sich es jetzt nochmal besser vorstellt, ein Stück Leder ist in dem Fall fest, aber nicht steif. Und ein Stück Knäckebrot ist steif, aber nicht fest. Ist ganz arg wichtig, das zu verstehen, besonders wenn es um das Thema 3D-Druck geht. Denn Bauteile müssen nicht immer nur steif und fest zugleich sein. In dem Fall. Man wünscht es sich oft, weil man es aus dem Bereich des Metalls kennt. Denn man sagt von Grund auf ja meistens immer, wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl, weil das hält wenigstens. Ist aber anders. Man sollte heute viel eher flexibler denken. Ja,
Ganz kurze Folie möchte ich kurz drüber gehen. Das ist der Kraftverlauf, wenn Sie versuchen, mit 160 aus einer Autobahnausfahrt auszufahren und diese Autobahnausfahrt relativ eine enge Kurve hat, dann fliegen Sie aus der Kurve, und so ähnlich ist es auch mit der Kraft. Bei 3D-gedruckten Teilen sollten Sie nicht unbedingt eine 90-Grad-Kante reinmachen, sondern durchaus schöne übergehende Linien haben. Und ein gutes Beispiel hier ist, wie würde jeder dieser Kreaturen, der Blechi, der Fräsi und der Gussi, diese einzelnen Bauteile fertigen. Und jedem, der die einzelnen Technologien bekannt sind, der weiß, dass im Gussbereich anders konstruiert und anders gedacht werden muss. Der weiß, dass im Blechbereich anders gedacht werden muss und anders gefertigt wird. Der weiß, dass im Fräsbereich, Sie wissen, ich habe es jetzt mehrmals wiederholt, anders gedacht werden muss. Und umso mehr ist es im Bereich 3D-Druck, denn die Miss Printy würde einen einfachen Brückenpfeiler oder einen Pfeiler in einer Tiefgarage ganz anders herstellen als die Kollegen in dem Fall. Auch hier ein weiteres Beispiel ist ganz wichtig im 3D-Druckbereich. Wenn Sie irgendeinen Ausleger haben, dann sollten Sie diesen natürlich nicht voll gefüllt drucken, sondern Sie haben die Möglichkeit, innere Stützstrukturen zu verwenden oder sich darüber Gedanken zu machen, wenn so ein Ausleger gebaut wird. Wie macht es ein Kran, der ein Haus baut? Der ist auch nicht aus Vollmaterial, der aufgebaut wird, sondern hier wird auch eine ganz besondere Strebentechnik verwendet. Ich habe noch ein weiteres Beispiel zu einem Doppel-T-Träger. Wie würde jetzt zum Beispiel der Gussi diesen Doppel-T-Träger fertigen? Ne? Der würde ihn gießen und der Blechi würde vielleicht noch Streben hineinpacken. Das sieht man hier ganz gut. Diese Streben hier und diese Streben hier in der Mitte. Und die Miss Printy würde diesen Träger ganz anders designen, damit keine Stützstruktur entsteht und dass er sich auch gut fertigen lässt. Hier ein Beispiel. Wenn man einen Ausleger hat im Metallbereich, ist es durchaus so, dass man sagt, okay, ich habe hier an der rechten Seite montiere ich das Bauteil fest und dann habe ich eine Kraft. Und im 3D-Druck sollten Sie vielleicht viel genauer noch denken. Doch brauchen Sie auch gar keine Topologieoptimierung, also dieses Softwaremonster, das Ihnen hier irgendwelche Stellen herausfrisst, die Sie nicht brauchen, sondern das ist wie in der Steinzeit. Sie sollten sich vielleicht eher Gedanken machen, wo habe ich Zug in Form von einem Seil und Druck in Form von einem Ast. Ja, das ist jetzt ein einfaches Bauteil, Beispiel, weil wenn Sie dort jetzt herunterziehen, dann würde Ihnen dieser Ast in dem Fall durchknicken. Aber man kann es auch ein bisschen weitergehen, und das sind ganz einfache Denkschritte, die man durchgeht. Wie entwickelt sich denn dieses Zug- und Druckverhalten in diesem Bauteil? Und dann kann man das ableiten, dass oben dieser Seil befestigt ist und unten dieser Ast in dem Fall. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen ausmalt, dann entsteht ein tolles additives designtes Bauteil, das speziell auf den Kraftverlauf ausgelegt ist. Wir haben jetzt hier keine Berechnungen gemacht, sondern ich wollte Ihnen zeigen, wie kommt man denn über einen Denkweg zu dieser Struktur, anstatt hier von Grund auf eine Software zu benutzen, die einem sehr viel Zeit kostet vielleicht durchaus. Ich möchte das Ganze nicht ausschließen. Es gibt Bauteile, da ist das absolut gewährleistet. Aber wenn es um einfache Bauteile geht, kann man hier mit dieser Denkweise schon ziemlich viel erreichen. Ein weiterer Punkt sind Zugdreiecke. Wer Zugdreiecke nicht kennt, der sollte vielleicht sich dieses Wort vielleicht mal kurz notieren und darüber mal nachschlagen. Ich habe es im 3D-Druck-Profi-Wissenbuch, was ich zusammen mit Professor Dr. Matthias Haag geschrieben habe, nochmal ein bisschen konkretisiert. Das ist eine Idee von dem Professor Matek vom KIT in Karlsruhe, hochinteressant, denn hier wird keine 90-Grad-Kante genommen, auch kein Radius, sondern hier wird das Bauteil ganz toll an diesen Stellen versteift, wo eine Zugrichtung entsteht. Und dort gibt es Bauteile, wie zum Beispiel dieses hier, ich habe es mal aufgemalt, man erkennt diesen Unterschied kaum. Hier ist ein Radius drinnen und hier ist ein Zugdreieck drinnen, und das Bauteil auf der rechten Seite hat 40 mal länger gehalten durch eine unglaublich kleine Veränderung in diesem Bereich.
Das kann man auf 3D-Druck zurückführen, wenn man diese Zugdreiecke hineinpackt, kann man aber auch in der konventionellen Verdickung einsetzen. Dort ist ein bisschen schwierig, dass der Fräser genau diese Bahn abfährt. Aber auch das ist kein Problem, wenn man das Ziel hat, dass das Bauteil 40 mal länger hält. Ein anderes Beispiel, das Sie vielleicht hier und da mal gesehen haben. Hier geht es darum, das ist ein Greifer aus einer Verpackungsmaschine. Dort wird eine Kaffeekapsel ganz schnell von A nach B bewegt. Und wir haben diesem Unternehmen geholfen, mit einfachen Schritten aus diesem konventionellen Bauteil, das aus Kunststoff gefräst wird, ja, dieses Bauteil wird aus Kunststoff gefräst, ein additives Bauteil zu machen. Also wenn Sie sich dafür noch mehr interessieren, dann sollten Sie vielleicht durchaus mal Kontakt aufnehmen. Dann helfen wir Ihnen dabei, dass die Bauteile in Zukunft vielleicht auch bei Ihnen so ausschauen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Checkliste von Schubert Verpackungsmaschinen. Wenn Sie sich jetzt Gedanken darüber machen, ein Bauteil 3D zu drucken, dann gibt es 6 wichtige Bereiche. Und wenn Sie an diese 4 Bereiche, diese 6 Bereiche einen Haken hinmachen, dann lohnt es sich durchaus, dieses Bauteil zu drucken. Also wenn Sie was mitnehmen aus dieser Präsentation, dann diese Checkliste. Ne? Sie müssen den Kundennutzen erhöhen, es soll die Funktion optimieren, vielleicht auch Gewicht reduzieren, die Montage vereinfachen und dann wichtiger Punkt, die Prozess- oder die Herstellkosten werden reduziert. Ganz wichtig, nicht nur die Herstellkosten, dass das Bauteil weniger kostet, sondern auch die Prozesskosten ist ein wichtiges Thema, weil die werden von Einkäufern meistens gar nicht so stark betrachtet, doch geht es einfach nur darum, das Bauteil hat vorher X gekostet, jetzt kostet es Y. Wir haben nicht viel eingespart etc. Und die Durchlaufzeit wird reduziert. Also wenn Sie an 4 dieser Punkte den Haken machen können, dann können Sie klar überlegen, hier das Bauteil zu drucken. Das ist jetzt eine tolle Folie in dem Fall. Dort geht es um die 10er-Regel. Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, weil es wichtig ist, das Thema komplett zu verstehen. Das heißt so viel wie, Sie sollten natürlich am Anfang in Ihrer Planung so viele Änderungen wie möglich erzielen, damit Ihnen das so wenig wie möglich Geld kostet. Heißt so viel wie, wenn Sie die Anzahl der Änderungen im Bereich Fertigung, Endprüfung und Kunde verändern, dann können Sie immer mit dem Faktor 10 rechnen. Am Anfang kostet es Ihnen 1 Euro, dieses Bauteil zu verändern, dann 10, dann 100, dann 1000, dann 10.000 und dann 100.000. Und wir kennen alle diese tollen Beispiele von großen Rückrufaktionen, die sehr, sehr viel Geld kosten, weil man vielleicht am Anfang die Planung durch 3D-Druck vielleicht nicht klarer forciert hat. Und dann würde dieses Problem vielleicht am Anfang nur 10 Euro kosten, anstatt danach Hunderttausende. Jetzt können wir das Thema Denkweise abhaken. In dem Fall. Und jetzt würde ich auf diese 5 Schritte eingehen und dann wäre ich schon fast am Ende der Präsentation. Also additive Fertigung in 5 Schritten ist ganz wichtig. Am Anfang ist es extrem wichtig, dass Sie sich Wissen aufbauen. Und zwar gezielt Wissen zu Ihrem Anwendungsfall. Es geht nicht darum, alle Technologien zu kennen, sondern vielleicht eher mal in seinem eigenen Garten nach Unkraut zu suchen, anstatt beim Nachbar zu gucken. In dem Sinn, dass man mal durch die Fertigung läuft und mit den Mitarbeitern und Kollegen spricht, wo Probleme entstehen, wo kann man etwas mit 3D-Druck vielleicht besser machen. Und dann gezielt Wissen aufbauen im Bereich der Technologie und in der Herangehensweise. Zweites, das Potenzial und die Anwendungen finden. Dann noch tiefer reingehen. Und dort hilft diese Frage 5-mal warum. Ne? Warum geht dieses Bauteil immer wieder kaputt? Ja, weil es an der einen Stelle gebrochen ist. Warum bricht es an dieser einen Stelle? Ne? Und so weiter und so fort. Weil dann finden Sie nicht das Symptom, sondern die wirkliche Ursache des Problems. Dann geht es darum, die Technologie zu finden. Und Sie sehen jetzt diesen Unterschied, dass der Punkt 2 und der Punkt 3, die sind nicht vertauscht. Viele Unternehmen suchen sich zuerst die Technologie und versuchen dann Anwendungen zu finden. Das funktioniert bei 3D-Druck nahezu nicht. Außer sie haben ein anderes Ziel.
Wenn Sie aber hergehen und zuerst das Potenzial entdecken, zuerst nach Anwendungen suchen, dann finden Sie dazu auch die richtige Technologie. Und ganz interessant ist Folgendes, und das ist ein Umstand, der ist phänomenal. Sie haben eine Anwendung und dazu gibt es eine Fülle an Technologien. Es gibt nicht die eine CNC-Maschine dafür oder diese eine Spritzgussmaschine dafür, sondern es gibt 15, 20 verschiedene Technologien, um diese Anwendung mit 3D-Druck umzusetzen. Also es ist ein Riesenvorteil, aus dem Sie dort schöpfen können, wenn Sie die Sachen verdrehen oder Ihre Ansicht in dem Fall ändern. Dann der vierte Punkt, Sie müssen mit der Technologie arbeiten. Und dort gibt es leider sehr viele Unternehmen, die sagen, wir haben seither schon alles hingekriegt, in der konventionellen Fertigung werden wir dort auch hinkriegen. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden sich sehr schwer tun, Sie werden Fehldrucke haben, Sie werden auf Probleme stößen, Sie werden, wenn man es auf emotionaler Ebene sieht, nachts nicht schlafen können, weil Sie nicht wissen, ob Ihr Bauteil über Nacht ordentlich läuft und der Bauteil der Drucker dann am nächsten Morgen nicht das grüne Lichtle hat, sondern das rote Lichtle, dass das Bauteil nicht ordentlich gedruckt wurde und ein Fehler entstanden ist. Hier sollten Sie ganz eng mit dem 3D-Druckhersteller oder mit den Dienstleistern entsprechend zusammenarbeiten. Hier geht es nicht darum, den günstigsten Preis zu kriegen. Den günstigsten Preis, den kriegen Sie dadurch, wenn Sie das richtig umsetzen. Das liegt an Ihnen. Und nicht dadurch, dass man den Markt jetzt kaputt macht, um Bauteile ganz gezielt, dass man da Preisdumping macht in dem Fall. Sondern arbeiten Sie dort ganz gezielt mit dem Hersteller und mit dem Dienstleister zusammen. Und zum Schluss die Kommunikation mit Ihrem Kunden. Ganz arg wichtig, dass Sie wirklich mal mit Ihrem Außendienst reden und sagen, Sie haben die Möglichkeit, hier eine Lösung anzubieten, individuell für den Kunden. Und ein kurzes Datenblatt anzubieten, vielleicht für den Außendienst, wo ein paar Fakten draufstehen, damit sich der auch zu dem Thema 3D-Druck ein bisschen einlesen kann. Dass man sagt, okay, das ist möglich, das ist nicht möglich. Denn dann kriegen Sie Anfragen der Kunden. Und noch ein wichtiger Tipp. Das heißt nicht, dass Sie dieses Bauteil dann günstiger machen dürfen, weil Sie es dann auf einmal schneller und günstiger herstellen. Sondern hier geht es darum, dadurch, dass Sie Wissen aufgebaut haben, Technologie in Ihrem Unternehmen haben, dass es hier ganz gezielt auch um eine Veränderung geht, wo Sie mehr Geld verlangen dürfen. Na? Ihr Ziel sollte nämlich immer sein, und das ist jetzt der Schluss, dass Sie Geld einsparen, Geld vielleicht durchaus verdienen dadurch mit 3D-Druck, wenn Sie die Bauteile verkaufen, Zeit einsparen, die drei Dinge können Sie hervorragend messen, indem Sie nachrechnen und zum Schluss Ihre Innovationskraft stärken. Das können Sie nicht wirklich gut messen, das merken Sie erst nach einer bestimmten Zeit. So, können wir den letzten Haken setzen in dem Fall? Und was hält Sie jetzt noch davon ab, ist immer die große Frage. Ich habe hier mal einige Einwände zusammengepackt. Vielleicht finden Sie sich in dem Bereich wieder. Wenn Sie jetzt also darüber nachdenken und sagen, ja Mensch, 3D-Druck ist schon immer ein Thema, wir beobachten den Markt, wir haben keine Anwendungen, unsere Kunden brauchen keine Teile, die Investitionen in den Drucker kriege ich nie wieder raus. Ein ganz toller, häufiger Satz ist, wir müssen das erst in einem Meeting besprechen, ob sich das überhaupt für uns lohnt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was wollen Sie in einem Meeting besprechen, wenn Sie von diesem Thema nicht wirklich Wissen haben und auch keine Anwendungen bis jetzt gefunden haben? Hier sollten Sie auf Expertise zurückgreifen, ganz gezielt. Da können Sie einen Hersteller fragen, einen Dienstleister fragen oder auch uns von 3D-Industrie fragen. Also, es gibt sehr viele Einwände, warum Unternehmen es noch nicht machen, aber die Vorteile sprechen ganz klar dagegen. Wir helfen Ihnen natürlich dabei, Ihren wirklichen Einwand hier zu finden und Ihre Fragen zu klären. Und dazu haben wir uns Folgendes überlegt. Wir bieten Ihnen ein kostenfreies Erstgespräch an. Es ist ganz einfach. Also Sie können heute Ihre Fragen stellen, jetzt nachher noch. Ich habe ein bisschen überzogen, aber mir war es wichtig, Ihnen das heute mitzugeben. Wie funktioniert das bei uns beim Erstgespräch? Erstens, Sie gehen bei uns auf die Webseite und tragen sich zu einem kostenfreien Erstgespräch ein. Dazu beantworten Sie einfach ein paar Fragen, damit wir wissen, ob wir Ihnen überhaupt helfen können zu dem Thema. Zweitens, ein Teammitglied wird Sie anrufen und wird Sie kurz interviewen und wird die Fragen, die wir Ihnen doch gestellt haben, das sind 3, 4 Fragen, wird Ihnen mit Ihnen durchgehen, ob wir überhaupt die Möglichkeit sehen, hier mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und dann, wenn wir die Möglichkeit sehen, dass wir Ihnen hier helfen können, dann koordinieren wir gemeinsam einen Termin und wir werden hier ein kostenfreies Erstgespräch machen.
Es ist wirklich kostenfrei in dem Fall. Natürlich werden wir Ihnen bezogen auf Ihre Problemstellung danach auch was anbieten, damit wir das Problem auch lösen können. So, und das Ziel sollte natürlich sein, allumfassend, dass alle vier Fertigungstechnologien, die ich hier jetzt genannt habe, an einem Tisch sitzen und sich miteinander austauschen und dass es durchaus heißt, danke Miss Brinty für die großartige Erklärung der einzelnen Schritte in Sachen 3D-Druck, wie man dort denken muss. So, das Webinar ist jetzt auch zu Ende. Und wenn Sie bis jetzt zugehört haben, dann interessiert Sie das Thema natürlich ganz brennend und spannend. Und wenn Sie sagen, es war jetzt ein gutes Webinar und Sie möchten sich auf jeden Fall die PDF holen, in dem all die Slides und Folien dabei sind und all die Hinweise nochmal, dann können Sie nochmal auf die Webseite gehen in den Shownotes. Ansonsten würde ich Sie einfach bitten, wenn Ihnen das gefallen hat, uns eine positive Bewertung zu senden. Sie können immer abstimmen, je nachdem, welche Podcast-App Sie nutzen. Und vielleicht war das Thema so wertvoll für Sie und Ihr Unternehmen, dass Sie es an eine gute Kollegin oder einen guten Kollegen weiterleiten. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.